Einen großen Teil des Sommers haben wir wie hypnotisiert vor dem neu erschienenen Oppenheimer und der Serie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham verbracht, die wir zum x-ten Mal geschaut haben. In beiden spielt der irische Schauspieler Cillian Murphy die Hauptrolle. Und so kam es, dass wir in einer der ersten Folgen nach der Sommerpause auf seine schon jetzt eindrucksvolle Karriere zurückblicken wollen. Mit dieser einfachen Frage. Worum geht's eigentlich bei Cillian Murphy? Hier kommt unsere rein subjektive Antwort in 10 kleinen Häppchen. Ende der 90er gibt Cillian Murphy zunächst sein Debüt als Musiker mit der Jazzrockband The Sons of Mr. Green Jeans. Im Anschluss folgt sein Debüt am Theater mit einem Stück, das einer Offenbarung gleichkommt. Disco Pigs von Ander Walsh. 2001 macht Kirsten Sheridan daraus einen Film, der das eigentliche Filmdebüt des Schauspielers ist. Cillian Murphy alias Pig und Elaine Cassidy alias Runt. Zwei 17-jährige Teenager, die am selben Tag im selben Krankenhaus zur Welt kamen, verbindet eine innige Freundschaft. Und ein wenig mehr. Sei es nun in der Schule, im Nachtclub oder in ihren direkt nebeneinander liegenden Wohnungen, denen sie kunstvoll eine persönliche Note verliehen haben. Doch bald zeigen sich erste Spannungen, Eifersucht. Und es kommt zu ersten Brüchen, im wörtlichen Sinne vor dem Spiegel. Und die bis dahin schlummernde Gewalt bricht aus. Den krönenden Abschluss bildet eine Karaoke-Szene, die wir noch nicht kannten und die uns unweigerlich zum Schmähsten brachte. Übrigens, auf den Merkzettel, dringend unsere Top 5 zu den Kinks überarbeiten und ganz schnell eine Folge zu Karaoke im Film vorbereiten. Yeah, 2002 folgt dann eine weitere Offenbarung, diesmal für das breite Publikum mit dem Horrorfilm 28 Days Later von Danny Boyle, mit einer überaus unwirklichen Filmeröffnung, dem Erwachen aus dem Koma in einem verlassenen Krankenhaus und diesen überwältigenden Aufnahmen aus den 2000er Jahren vor den Anschlägen von London und vor Corona. Cillian Murphy irrt durch das leere, verwüstete Stadtzentrum inmitten von Ruinen und Müll. Man bekommt eine Vorstellung davon, wie Chaos und Apokalypse aussehen könnten. Hello! 2003 dreht Cillian Murphy die irisch-britische Krimikomödie Intermission von John Crowley, bei der er in Dublin mit Colin Farrell und Brian O'Byrne einen Raubüberfall plant, nachdem er, mit einigem Schneid, seinen Rausschmiss als Supermarktverkäufer provoziert hat. Anderson! Zur selben Zeit dreht Cillian Murphy seine ersten Hollywood-Filme, insbesondere Das Mädchen mit dem Perlenohrring von Peter Weber, eine idyllische Romanze mit Scarlett Johansson. Please let me see your hand. What color is it? Brown. Straight or curly? Und schließlich kommt es zur entscheidenden Begegnung mit Christopher Nolan, in dessen Film Batman Begins
er den charmanten Dr. Crane spielt, der sich hinter der verschlossenen Tür einer Zelle ohne Mikros und Kamera vor Tom Wilkinson in eine furchterregende Vogelscheuche ohne Brille, aber mit Maske verwandelt. Would you like to see my mask? I use it in my experiments. I'm probably not very frightening to a guy like you, but these crazies, I can't stand it. So when did the nut take over the nut house? They scream and they cry. You can just hear them now. Well, he's not faking. Not that one. I'll talk to the judge and see if I can get him moved to the secure wing at Arkham. I can't treat him here. Im weiteren Verlauf der 2000er Jahre spielt Cillian Murphy in einem Thriller, dem beklemmenden Red Eye von Wes Craven, der fast ausschließlich auf einem Flug von Dallas nach Miami spielt, auf dem Rachel McAdams bald einem Cillian Murphy ausgeliefert ist, der zu freundlich und verführerisch wirkt, als dass es aufrichtig sein könnte. Und sobald das Flugzeug in der Luft ist, verwandelt sich der Engel in einen Dämon. Achtung, die Verwandlung kommt plötzlich und brutal. Zur selben Zeit vollzieht Cillian Murphy eine weitere Verwandlung, aber eine ganz andere. In Breakfast on Pluto von Neil Jordan verkörpert er Patrick Brady alias Kitten, einen Transgender, der im London der 70er Jahre seine Mutter sucht. In dem Film ist er bzw. sie mal Muse einer Glamrock-Band, erst im Publikum, dann auf der Bühne. Aber auch Assistentin eines ungewöhnlichen Zauberers. Oder Prostituierter. Ein strapaziöses Nachtleben also. Stets auf der Überholspur, gegen den Strom, am Rand und am U-Bahnsteig, wenn andere in der Bahn sind. Kurzum, ein unangepasstes, anstrengendes, aber freies Leben. »2006 kommt es zur denkwürdigen Begegnung mit Ken Loach für The Wind That Shakes the Barley«, einen Film über den irischen Unabhängigkeitskrieg, der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wird. In der irischen Grafschaft Cork sehen wir zur Filmeröffnung eine Hockeypartie im Jahr 1920. Dann die Schikanen durch die britische Armee, den Besatzer, die blutig enden. Also geht Cillian Murphy in den Untergrund und schließt sich der IRA an. Es folgen die ersten Aktionen im Hinterzimmer einer Bar. Aber auch Gefängnis und Folter vor dem Ausbruch und der erschütternden Exekution der Verräter an der Sache, selbst wenn man mit ihnen aufgewachsen ist. Promise me, Damien. Promise me, you won't bury me next to him. The chapel, you remember on the way up? Do you remember? Yeah. In there. Tell Teddy I'm sorry. I'm scared, Danny. Have you said your prayers? Yeah. I'll protect you. Im weiteren Verlauf der 2000er Jahre wendet sich Cillian Murphy wieder Hollywood zu. Insbesondere mit The Dark Knight, wieder unter Regie von Christopher Nolan und wieder in der Rolle der Vogelscheuche. Er arbeitet erneut mit Danny Boyle für den Science-Fiction-Film Sunshine, in dem er sich als Wissenschaftler zu einem Himmelfahrtskommando zur Sonne aufmacht, die im Begriff ist zu erlöschen und durch eine gewaltige Atomexplosion neu entfacht werden soll, bei der wir heute unweigerlich an Oppenheimer denken müssen. Thank you.
Ebenfalls zur selben Zeit ist Cillian Murphy in Independent-Filmen zu sehen. Zuallererst in The Edge of Love von John Mayberry, in dem er sich als britischer Soldat während des Zweiten Weltkriegs in die Sängerin Keira Knightley verliebt. In Farbe? Bevor sie sich an der Bar in kaleidoskopartigen Bildern unter den Blicken und begleitet von den Worten des Dichters Dylan Thomas näher kommen. Possessed by the skies and taken by light in her arms at long and dear last, I may, without fail, suffer the first vision that set fire to the stars. Und schließlich, noch immer zur selben Zeit, die verkannte Liebeskomödie Liebe lieber ungewöhnlich, eine Beziehung mit Hindernissen, die von High Fidelity von Stephen Frears inspiriert ist, mit einer Rolle, die es uns angetan hat, der eines Videothekenbesitzers und glühenden Filmliebhabers, mit zahlreichen köstlichen Szenen, einer ersten Begegnung voller Missverständnisse mit Lucy Liu. Oh, what do you think about City of Lost Children? Ah, excellent film. By the same guy who made Delicatessen. I'm on the phone, actually. Dann einem provokanten Besuch bei der Konkurrenz. Hello. Which version of Invasion of the Body Snatchers would you recommend? The 1956 version or the 1978 version? We're closing in a few minutes. Und um Lucy Liu endgültig für sich zu gewinnen, kehrt Cillian Murphy zu seiner ersten Liebe zurück. Der Musik, der Bühne, dem Rock.2010, in dem bemerkenswerten Film Peacock von Michael Lander, vollbringt Cillian Murphy mit seinem androgynen Erscheinungsbild wieder einmal Wunder. Denn hier spielt er eine Doppelrolle. Tagsüber einen Banker, der nach der Arbeit zu seiner eigenen Frau wird. Und auch den Lockrufen Hollywoods folgt er erneut. Noch einmal mit einer Zusammenarbeit mit Christopher Nolan für Inception, mit seinen zahllosen spektakulären Szenen. Kämpfe in Gängen, der Sturz eines Vans in den Fluss in Zeitlupe oder Schießereien, Verfolgungsjagd und Explosion im Schnee. Durch und durch energiegeladene Szenen, die zurückführen zum ganz Schlichten, Reinen, zum Wesentlichen. Zur Betroffenheit und Verzweiflung eines Sohnes, der hilflos vor seinem im Sterben liegenden Vater steht. In den 2010er Jahren ist Cillian Murphy in einer Reihe von Nebenrollen zu sehen, zum Beispiel in einem Science-Fiction-Film an der Seite von Justin Timberlake und in einem weiteren an der Seite von Johnny Depp, aber auch in einem Thriller mit Robert De Niro und Sigourney Weaver. Um wieder einmal eine größere Hauptrolle zu spielen, wendet sich Cillian Murphy dem Fernsehen zu, mit der von Steven Knight erschaffenen Serie Peaky Blinders und der Rolle des Thomas Shelby, genannt Tommy, der hier zur Eröffnung der ersten Staffel zu Pferd schon wie eine Ikone durch die Stadt Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg reitet. In der Rolle des Bandenchefs, Familienoberhaupts und unglücklich unsterblich Verliebten, die einer Krönung seiner Karriere gleichkommt. Und wieder ist da die Faszination für das Böse und seine Abgründe.
Das Ganze wird, und das ist keineswegs nebensächlich, von einer atemberaubenden Filmmusik getragen. Nick Cave, wie hier. Aber später auch Bob Dylan, Radiohead oder U2-Cover von Jack White. Und dann eine legendäre Folge, die fünfte der dritten Staffel, die im Juni 2016 ausgestrahlt wird und Geister beschwört. Leonard Cohen, wenige Wochen vor seinem Tod, mit einem seiner letzten Lieder, You Want It Darker. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. Und zum Auftakt der wenige Wochen zuvor verstorbene David Bowie mit seinem posthum erschienenen Titel Lazarus, der die schier unfassbare Genesung von Cillian Murphy untermalt. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. In jüngster Zeit schließlich ist Cillian Murphy erneut in Nebenrollen zu sehen. Bei Ron Howard beispielsweise, ebenso bei Luc Besson oder Sally Potter. Das große Ereignis jedoch war natürlich diesen Sommer Oppenheimer, wieder einmal unter Regie von Christopher Nolan. Cillian Murphy wird zu einem rastlosen, glühenden, besessenen Robert Oppenheimer. Eine qualvolle Rolle. Wie könnte es anders sein beim Vater der Atombombe? Zwischen Schatten und Licht, zwischen Hellgrau und Dunkelgrau. Kurz gesagt, die Rolle eines unheilvollen Engels, die ihm so gut steht und mit der endlich auch die Krönung auf der Leinwand erfolgt. So stehen ihm heute sämtliche Türen offen. Die Zukunft gehört ihm. Wir sehen uns also in 10 Jahren wieder. Wir können es kaum erwarten. Für eine Folge, worum geht's eigentlich bei Cillian Murphy in 20 kleinen Häppchen. Fingers,